Hallo zusammen und willkommen zurück. Ja, ich war jetzt eine Zeit lang leider nicht da, hatte viel zu tun. Also ja, ein paar Tage kamen keine Folgen. Und nun ja, kann passieren. Auf jeden Fall, diese Folge wird jetzt etwas länger sein. Die dauert jetzt fast eine Stunde und nun, das liegt da auch unter anderem, weil wir hier nach Jakinda gehen, um Raven zu besiegen. Das wird auch ganz lustig sein. Aber bis jetzt ist unser Problem hier der Suchende, der da vorne steht. Und ja, wir lösen das Problem, indem wir ihn einfach einfrieren. Das Problem ist nämlich, dass wir eigentlich so gut wie keinen Damage bei dem machen. Also ich werde es jetzt hier nochmal gleich zeigen. Ich schmeiß den mit einem Feuerball ab, um euch zu zeigen, dass wir keinen Schaden machen. So, das war gerade der Feuerball. Und jetzt war es ein bisschen schwierig, die Tür zu machen. Jetzt habe ich mich mit dem eingesperrt. Und ja, der hat mich auch abgeschmissen mit einem Feuerball. Oder vielleicht war es sogar etwas heftigeres. Feuersturm, kleiner Feuersturm, wer weiß. Nun gut, in jedem Fall hier die Ritter nochmal looten und halt wegen der Rune zum Pass. Dann können wir uns hierher ganz gemütlich teleportieren. Vorne steht noch Leste, der gibt uns auch noch eine Rune also zum Xaldas Turm. Ja, das ist auch schon alles. Jetzt geht er nach Hause. Man kann ihm folgen, dann sieht man halt, wie er die ganzen Viecher killt. Drachensnapper und so ist für ihn überhaupt kein Problem. Und ja, hier habe ich mich in einen Feuerwehrmann verwandelt. Also grundsätzlich will ich hier die ganzen Banditen killen. Die Waffenhändler, aber unter anderem auch natürlich Suchende und alles andere, was mir auf den Weg kommt. Halt, Suchende muss man echt aufpassen. Denn wenn sie euch mit einem Feuerball abschmeißen, dann ist es nicht schlimm. Die machen so ziemlich null Schaden bei euch. Aber sobald sie einen anderen Zauber benutzen, auch kleiner Feuersturm, sonst was, das macht schon richtig nett Damage. Also, ich weiß nicht, 15% bestimmt. Deswegen, und ihr wollt natürlich so wenig Leben verlieren, wie es geht mit dem Feuerwehrmann. Vor allem, der ist jetzt nicht so hardcore wie Drachensnapper. Der hat jetzt 100 Leben weniger, Resistenzen sind auch weniger und der macht auch weniger Schaden. Ja, eigentlich, aber halt so viel Feldräuber reicht's. Feldräuber, Wölfe, Blutfliegen, alles so klein Kram. Und halt so Banditen gegen Menschen ist er auch ganz gut eigentlich. So, Skelette sollten eigentlich auch kein Problem sein, wobei ich habe, glaube ich, hier nur Goblin-Skelette gekillt später. Ja genau, hier Goblin-Skelette. Gegen Skelett habe ich mich jetzt nicht getraut. Zombie ging auch jetzt ziemlich easy. Aber trotz allem, man sieht schon, ich habe jetzt nicht besonders viele Monster gekillt und trotz allem, ja, so um die 40% HP habe ich verloren. Also ich habe jetzt einfach hier noch den Weg geklärt, damit ich zu Sagitta kommen kann, wenn ich mal Bock habe, die zu besuchen. Damit sie mich heilt, weil eigentlich brauche ich von denen nichts. Die Quest werde ich jetzt auch nicht machen mit dem Sonnenaloe, das ist unnötig. Jetzt im dritten Kapitel ist es, naja, einfach nur unnötige. Wobei, ich hätte mal machen können, weil ich werde an dem Ort vorbeilaufen wegen Auge des Sinus später. Und ja, da hätte man eigentlich schon. Ich glaube, ich. Ja. Naja, egal, unwichtig. Auf jeden Fall, das war eigentlich mein Hauptziel, hier die Banditen zu killen, das ganze Lager. Ja, jetzt schaue ich mich hier um. Ich sehe, ich habe noch um die 30% HP und das will ich auch irgendwie ausnutzen. Deswegen, ich gehe hier noch Feldräuber. Und einen Suchenden jetzt gleich nochmal, werde ich auch kein schwarzer Goblin, ja, easy. Ehrlich gesagt hätte man sich auch in einen Drachensnapper verwandeln können, weil. Und halt ganz Korinnes mit dem Clearen, aber. Weil ich weiß halt nicht, wozu ich diese Spruchrolle noch überhaupt brauchen werde, die Drachensnapper. Ich habe halt nicht wirklich Plan, ob die jetzt irgendwie nutzen werde oder nicht. Und auch wenn, dann bin ich mir ziemlich sicher, auch ohne würde es klappen. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier in einen Drachensnapper verwandeln und anstatt in einen Feuerwehrmann und einfach viel mehr Monster killen. So, hier, ich habe das ganze Banditenlager gelootet und hier kann man halt, das wissen aber die meisten wahrscheinlich von euch, einfach über die Hütte
über die Hütte klettern und so weiter. Und hier findet man so einiges, aber vor allem eine Spruchrolle, nämlich eine Feuerregen-Spruchrolle. Und bei Sagitta habe ich geguckt, was die noch zu verkaufen hat. Man könnte noch Kronstöcke kaufen, obwohl ich hatte ja gar keins. Doch ein links, glaube ich, das müsste der Kronstöcke sein. Könnte man kaufen für später, weil ich werde eigentlich schon ziemlich bald genug Geld haben, nachdem ich beim Konstantino vorbeigeschaut habe. Aber ich habe es erstmal gelassen. Auch egal. Ja, ich labere mit dir ein bisschen und ja, jetzt heilst du mich, weil ich habe ja ziemlich viel Leben verloren mit Feuerwaran. So, jetzt habe ich aber wieder volles Leben. Und mit Feuerball kann man hier nochmal Goblin-Skelette killen. Ehrlich gesagt könnte man auch Skelette killen. Ich werde das etwas später aber machen. Jetzt momentan habe ich mich nicht ganz getraut, weil Skelette, obwohl die 300 Erfahrungspunkte bringen, aber die sind doch ziemlich schwach für Feuer. Und man braucht eigentlich tatsächlich nur zwei Feuerbälle für die. Zwei Feuerbälle und plus 300 Erfahrungspunkte. Währenddessen gibt ein Suchender auch 300 Erfahrungspunkte, aber boah, für den braucht man wahrscheinlich um die 8 Feuerbälle. Schon ein Unterschied. Ja, hier der Suchende, der verlässt Jakobs Hof, aber eigentlich schade, schade. Denn ich möchte, also hier sind jetzt unglaublich viele Suchende aufgetaucht auf Jakobs Hof, weil die, ja, da gibt es so eine Truhe und da gibt es so ein seltenes Buch und die bewachen das, könnte man sagen. Und wir killen die auf jeden Fall mit einer Feuerregenspruchrolle. Anders geht es eigentlich nicht. Man hätte auch zwei, oder ich glaube sogar, man bräuchte sogar drei Unwetterspruchrollen, die zu killen. Wobei, nein, ich denke, zwei hätten schon gereicht. Das hätte man halt auch machen können. Aber ich habe es mir jetzt einfacher gemacht, einfach nur eine Feuerregenspruchrolle gut ist. Jetzt einfach nur nochmal alles plündern. Die Truhe kann ich momentan nicht plündern, weil mir fehlt dazu Xardas Schlüssel, das gibt er mir später. Also hier habe ich noch eine Steintafel gefunden und hier wollte ich ein bisschen frech sein, weil ich weiß, ich habe die Höhle von den Feldräubern mit einem Feuerwaran geklärt, aber. Und ja, der Suchende, der schaut ja gerade in die andere Richtung, aber irgendwie hat er mich wahrscheinlich gehört oder sonst was und wird mich gleich nochmal angreifen, ja. Ja, und das war gerade Feuersturm, der. Ja. Es macht deutlich mehr Schaden als ein Feuerball. Haben wir ja gerade gesehen, ich bin fast verreckt. Deswegen sind Suchende gefährlich. Durchaus. Ich meine, das Problem ist auch, wir haben jetzt auch noch lange nicht die beste Rüstung. Also, ich glaube, die beste Rüstung im Spiel ist wahrscheinlich die Paladin-Rüstung. Entweder die Drachenjäger-Rüstung oder Paladin-Rüstung, aber ich denke, das Zweite müsste man eigentlich genau anschauen. Aber die Paladin-Rüstung kriegst du ja erst im 5. Kapitel oder so. Genau, hier nochmal mit Lee gesprochen, um einfach eine Rune zum Crossbauen zu bekommen von ihm und man kann auch ein bisschen Erfahrungspunkte beim Gorn abholen. Also grundsätzlich unser Ziel ist jetzt einfach alle möglichen Runen aufsammeln, weil das ist jetzt der Kapitel, wo wir uns einfach nur von einem Ort zum anderen Ort teleportieren können und das ist auch super für uns. Dann müssen wir uns nicht mit den ganzen Suchenden anlegen, die jetzt überall aufgetaucht sind. Aber trotz allem müssen wir jetzt irgendwie nach Korinnes kommen. Hier bin ich auch nochmal in der Taverne von Orlan. Und bei dem kann man sich für 500 Gold die Rune kaufen. Ich habe das bereut, weil. Ja, was heißt bereut? Mehr oder weniger. Ich meine, ich habe die Rune nur ein, zweimal benutzt und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde sie nicht mehr benutzen. Es ist einfach nicht. Ja, die ist einfach nicht so wichtig. Ja, ich lerne hier nochmal den dritten Kreis der Magie. Und ja, jetzt können wir. Also, ich habe überlegt, was ich für Rune lernen möchte und ich habe mich entschieden für Skelett. Ich denke, das ist das Nutzvollste überhaupt. Skelett ist halt sau stark und gegen meiste Monster kommt er easy an. Vor allem mit Skelett kann man sich dann so besondere Taktiken überlegen, sag ich mal so. Also so ganz klassisch jemanden einfrieren, irgend so einen Schattenläufer einfrieren und dann Skelett rufen und das Skelett killt den Schattenläufer, obwohl es natürlich 1 gegen 1
würde das Skelett gegen Schattenläufer verlieren. Aber ja, weil der Schattenläufer eingefroren ist, kann er nichts machen und ja, die Zeit reicht aus, damit das Skelett mit ihm fertig wird. Deswegen, das ist also grundsätzlich, das ist eine ziemlich starke Taktik, die kann man gegen sehr viele Monster verwenden, womöglich sogar gegen so ziemlich alle, die sich einfrieren lassen, ja. Und ich wüsste nicht, wer sich nicht einfrieren lassen kann. Deswegen, ziemlich starke Combo. Und das andere, was man natürlich lernen könnte, ist kleiner Feuersturm, der ist aber ziemlich scheiße. Der macht 25 Schaden mehr, also als Feuerball. Ich glaube, Feuerball macht 75 und kleiner Feuersturm 100. Und es macht einfach wenig Sinn. Vor allem kleiner Feuersturm kostet 15 Lernpunkte. Das ist nochmal 5 Lernpunkte mehr als Skelett. Und es verbraucht halt auch ziemlich viel Mana. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich mich für Skelett entschieden habe, weil mit Skelett kannst du direkt, du rufst ihn einmal und er bleibt ja da, keine Ahnung, 2 Minuten oder so Pi mal Daumen. Und ja, solange er da ist, kannst du mit dem einfach Monster killen. Und hast einfach nur einmal Mana verbraucht, die 60 Mana ist gar nicht so viel und dann passt das eigentlich. Ja, hier kill ich die Skelette, wie gesagt, die sind recht schwach zum Feuer, halt nicht so viel aus und ja, für jeden 2 Feuerbälle. Da ich jetzt vor kurzem Mana bei Palan geskillt habe, wie ihr bestimmt gesehen habt, habe ich genug Mana. Ich habe jetzt ja so um die 60 Mana, etwas mehr, glaube ich. Müssen wir später nochmal gucken. Da gibt es halt noch mehr Goblin-Skelette, da gibt es auch Zombies. Grundsätzlich, ich kill. Achso, den Skelett habe ich jetzt gerade gekillt, weil ich brauche von dem den Knochen. Ich habe später geguckt. Und ich kann die Rune nicht herstellen, weil ja, mir fehlen die Zutaten dazu und halt ein Skelettknochen. Deswegen bin ich jetzt hier hingelaufen und den Skeletten gekillt, seinen Knochen geholt. Das war eigentlich mein Hauptziel. Aber dann dachte ich auch, hey, wenn ich schon mal hier bin, dann werde ich ja hier auch nochmal so ein Kronstöckel aufheben und ein bisschen aufsammeln. Ich heal die ganzen Zombies, wollte ich jetzt nicht unbedingt killen, weil man hat gesehen, ich habe mit einem Feuerball nicht besonders viel Schaden bei denen gemacht. Und die sind halt extrem langsam, die machen nicht so viel Damage. Deswegen, ich habe hier einfach alles aufgesammelt und bin weggelaufen. Und ja, hier beim anderen Banditenlager, da sieht man, dass da ein paar Banditen überlebt haben. Also 2 Banditen haben es überlebt, als ich hier mit Feuerwehrmann unterwegs war. Ich bin halt mit dem Feuerwehrmann nicht weiter reingelaufen, weil das ist dieser Elbrich, der ja eigentlich ganz nett ist und so, aber wenn ich da mit Feuerwehrmann reinlaufen würde, dann würde er mich angreifen wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich nicht, sogar wenn ich irgendwann mal später mich zurückverwandle, würde mich trotzdem angreifen. Also so ein Bug gibt es in Gothic 2. Ich hatte einfach keinen Bock deswegen und habe einfach nur ein paar von diesen Banditen gekillt, ohne da jetzt irgendwie richtig in das Lager reinzulaufen. Ja, jetzt können wir da mit dem alles so ein bisschen besprechen. Ich kann ihm den Brief zeigen von Lucia, wo sie ihm sagt, er soll ihm ihr nicht nachkommen. Und das gibt uns halt ein paar Erfahrungspunkte. Also eigentlich diese Waffenhändler-Quest ist, soweit ich weiß, überhaupt nicht wichtig. Die braucht man jetzt nicht zu machen, um in Dings da reinzukommen, ins Jagen, und es ist halt keine Hauptquest. Soweit ich weiß. So, aber ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich kann's. Gut, jetzt habe ich endlich die Rune hergestellt. Die Skelettrune. Und tja, jetzt sind wir noch ein bisschen stärker als davor. Ja, da sieht man, die braucht eigentlich nur 60 Mana. Also was heißt 60 Mana, ist eigentlich mein ganzes Mana-Pool, aber trotzdem. Ja, jetzt habe ich hier ein Skeletten gerufen, das habe ich gerade nicht gezeigt, aber trotzdem, ist ja egal. Und habe mich mit diesen Banditen angelegt, die über der Brücke sich befinden, also auf der Brücke eigentlich, mehr oder weniger. Beim Elrol, irgendwie so, keine Ahnung. Und wie man sehen kann, ich habe ein Skelett gerufen, 60 Mana gekostet. Und der hat hier einfach die ganze Bande gekillt.
Mit Feuerball wäre das um einiges schwieriger. Also soweit ich weiß, brauche ich 3 Feuerbälle für einen von diesen Banditen. Und das sind schon 45 Mana. Was auch ein bisschen unlucky hier war, ich habe hier einen Banditen nicht gefunden, nämlich der zwei alte Steintafeln bei sich hatte. Aber ich dachte, es ist jetzt nicht allzu wichtig. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil ich hätte dafür, soweit ich weiß, beim Vatras permanentes Mana gekriegt. Hier einen habe ich gefunden, der hatte aber nur eine alte Steintafel. Insgesamt müsste hier noch zwei sein und ich meine, normalerweise ist hier noch ein Bandit, der zwei Steintafeln hat. Was auch immer, ich gebe ihm, ich hatte ja schon davor alte Steintafeln aufgesammelt in der Welt von Korinnes und ich gebe einfach 3 Steintafeln dem Erol, damit ich einfach die Quest abgeschlossen habe und gut ist. Ein anderes Banditenlager, und das sind schon Banditen, die etwas heftiger sind, ist nämlich hier beim Leuchtturm, weil wie ihr wisst, muss man auch für Jack, also muss man nicht, aber kann man für Jack die Quest machen mit dem Leuchtturm da. Piranha Bytes hat auch irgendwie überall so einen Jack in ihren Spielen, die beim Leuchtturm sind. Ob es jetzt bei Alex ist, das neueste Spiel von denen momentan, oder auch bei Risen war das auch. Zumindest, ja, ich glaube, zweiter Teil ganz sicher, erster Teil auch meine ich, dritter Teil wahrscheinlich auch. Ja, hier sieht man nochmal, wie das Skelett mit den Easy fertig wird. Ich weiß nicht, die Banditen haben den Skeletten irgendwie ignoriert, aber die sind dann halt selber schuld. Und wenn sie versuchen, dann auch irgendwie ihre Waffe, also ihre Fernkampfwaffe zu verstecken und ihre Nahkampfwaffe zu holen, ja, dann verrecken die halt. Währenddessen verrecken die, weil das Skelett macht kurzen Prozess mit denen. Genau, hier nehme ich natürlich Kronstärke, weil das ist für uns plus 5 permanentes Mana. Etwas später, nachdem ich gelernt habe, Elixier des Geistes herzustellen, was nicht allzu lange dauern wird. Und ja. Beim Kavalon, wir können ihm sagen, dass wir bei seiner Hütte waren. Das gibt uns auch noch ordentlich Erfahrungspunkte. Ich glaube, da gibt uns auch etwas Gold gleich. Ja, genau, da fragt er, ob wir seinen Beutel mitgenommen haben, glaube ich. Und ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, ihm seinen Beutel zurückzugeben. Und ja. Gut, beim Constantino natürlich einfach wieder mal das ganze Butlerfleisch verkaufen, was wir im Minental aufgesammelt haben. Wie man sehen kann, wir haben gerade ordentlich Mining gemacht. Und ja, hier die Wache einfach mit ein paar Feuerbällen kann ganz easy killen. Hätte man aber genauso gut auch ein Skelett rufen können, weil vom Mana her wäre das eigentlich genau das gleiche. Aber naja, ist egal eigentlich, wie man das jetzt macht. Und ja, mit Gavel kann man ihm alles erzählen, die ganze Information geben, was wir jetzt über Paladine erfahren haben und so weiter. Der erzählt uns noch von einem vermissten Arbeiter, aber das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Die Quest werden wir nicht machen. Ja, hier nochmal mit Jack die Quest angenommen, direkt abzugeben. Beim Bromo wollte ich eigentlich zuerst nur die Schale abgeben, die wir bei den Banditen gefunden haben, aber. Naja, ich habe aus Versehen erstmal das falsche Dialog genommen und der ist ein bisschen aggro geworden auf uns. Man hat erfahren, dass es irgendwie so besessener ist. Aber immerhin plus 400 Erfahrungspunkte kann ich schaden. Und genau hier bei Martin können wir sagen, dass Fernando an allem schuld ist. Also was Waffenhändler angeht. Ja, Lutero, nochmal Snapperkrallen abgeben. Jetzt Lord Hagen. Mit Lord Hagen ist halt auch wichtig, nochmal über Bennett zu reden. Der erzählt uns, was passiert ist. Und wir müssen halt auch das Problem lösen, weil Bennett brauchen wir ja, damit er für uns das Auge Innos später zusammensetzt. Denn wir werden es ja kaputt finden, weil die Suchenden dieses Auge kaputt gemacht haben. Bennett zu befreien geht eigentlich ganz einfach. Dauert nur eine Minute. Wir suchen hier diesen. Bin mir nicht sicher, wie der heißt. Aber gleich werden wir sehen. Auf jeden Fall den Verantwortlichen, das ist Cornelius, genau.
Und mit dem kann man ein bisschen labern, ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Ich habe es trotzdem gemacht und habe ihn dann im Namen von Inus bestraft. Weil der Typ ist ja auch so eine Ratte, dieser Cornelius, und der hat es verdient, auf dem Fegefeuer zu verbrennen. Beziehungsweise, ich habe ihn mit dem Feuer gereinigt, genau so sagt man da. Ja. So, jetzt, ich überlege mir einfach nur, was ich alles so kaufen möchte für Jagd und eigentlich so viel es geht natürlich. Wir brauchen auf jeden Fall eine Untote für nicht in Spruchrolle. Solltet ihr mindestens eine dabei haben, ich habe sogar zwei gekauft, soweit ich weiß. Und Eiswelle kann man immer wieder gebrauchen. Hier beim Gefängnis, Fernando, kann man auch mit dem so, das ist ganz lustig natürlich, weil ich das alles in der falschen Reihenfolge gemacht habe, aber ich kann mit ihm ganz normal reden, wie sein Geschäft läuft, in Fragen und so. Ja, später kann man ihn auch noch, also jetzt gerade geht's dir gut, fragen, dann kriegt man nochmal 400 Erfahrungspunkte und der versucht euch gleich anzugreifen, aber das ist eine schlechte Idee, denn aus dem Gefängnis kommt er ja nicht so einfach raus. Viel Erfolg ihm dabei. Abujin, dritter Kapitel, ihr wisst, was das heißt. Wir können wieder uns also von Abujin eine Weissagung geben lassen. Genau, ich habe hier nochmal das eine Buch gekauft. Das gibt plus 2. Ich habe dir gerade selber gesehen. Permanentes Mana gibt es uns und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, das zu kaufen. Ja, ich bin jetzt durch die ganzen Teleporter gegangen. Hier diesen Teleporter habe ich zum Beispiel gar nicht benutzt, weil ich musste ja noch nicht zu den Wassermangeln, aber jetzt langsam muss ich's. Und wir finden hier noch ein paar nützliche Sachen. Und ja, nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Wir sagen jetzt mir Darion, dass alles gut gelaufen ist, die Teleporter funktionieren. Es gibt uns nochmal 150 Erfahrungspunkte. So, jetzt laufe ich hier zu Satoras, obwohl ich glaube, man hätte auch direkt zu Nefarius laufen können. Ich habe es nicht probiert, aber ja, ist auch egal. Ich halt ein bisschen Rumlauferei, hat noch nie geschadet, bisschen Sport. Und ja, 900 Erfahrungspunkte, ziemlich nice für die drei Ornamente. Jetzt versuchen die hier die Wassermagierinnen zusammenzuschweißen, was natürlich auch klappt. Und ja, jetzt können wir... Ich habe ihm leider, hier sieht man, eine geöffnete Botschaft gegeben, dem Satoras, weil ich habe diese versiegelte Botschaft mehr oder weniger aus Versehen geöffnet und naja, deswegen, ich nehme es an, deswegen habe ich jetzt gar keine Erfahrungspunkte bekommen, dass ich diese Botschaft dem Satoras überbracht habe. Und das ist halt so ein magischer Moment hier, würde ich sagen. Die Tore zum Jakinda öffnen sich. Ja, ich habe halt ein bisschen geskippt, dieses ganze lange Gang. Ich bin da einfach durchgesprintet, direkt zu den Wassermagiern, direkt mit allen Wassermagiern geredet. Und hier bei diesem Wassermagier Riordan habe ich nochmal Mana-Trank gelernt zu brauen. Leider habe ich nicht genug Lernpunkte für Mana des Geistes, sonst hätte man es auch noch direkt hier brauchen können. Und ja, gehen wir jetzt zum Alligator Jack, der wird uns zum Piratenlager bringen, aber auf dem Weg auf jeden Fall nochmal mit Malcolm reden, weil ja, irgendwie, der gibt uns eine Information und durch diese Information gelangen wir in das Piratenlager auf jeden Fall um 100 Gold billiger als man es, ja, als normalerweise. Weil da muss man ja Gold bezahlen, wenn man ins Piratenlager will, bei der Wache. Und da kann man sich halt so einen schönen Rabatt machen. Genau, ich kill hier auch nochmal neben dem Piratenlager bei dem Turm die ganzen Banditen, weil das wird auch Einfluss darauf haben, wie viel Gold wir bezahlen müssen, um reinzukommen in das Piratenlager. Etwas später dann. Wie man sehen kann, das Skelett hat auch hier kurz einen Prozess gemacht. Ich sag's euch, Skelett ist einfach nur OP, Mann. Und so eine Runde zu besitzen, macht schon Bock. Hinter der Turm sind noch vier Fangheuschrecken. Die habe ich auch gekillt. Also zumindest das Skelett hat sie gekillt.
Nur damit ihr Bescheid wisst, das hat auch nochmal insgesamt, ich glaube, 600 Erfahrungspunkte gebracht. Und ja, hier, wir fragen hier diesen Hank oder wie der Typ heißt, ob wir, also der verlangt von uns 500 Gold, aber wenn man mit dem ein bisschen labert und alles gemacht hat, was auch ich gemacht habe, was ich in dem Video gezeigt habe, dann könnt ihr auch schon für 100 Gold reinkommen. Und das ist natürlich jetzt ein großer Unterschied, ob ihr für 500 Gold oder für 100 Gold reinkommt. Soweit ich weiß, kann man, also umsonst kann man da jetzt gar nicht reinkommen. Zumindest, ja. Naja, hier das ist schon im Piratenlager, beim Alchemisten kaufe ich mir einen schnellen Hering. Ehrlich gesagt, ich hätte mehr kaufen sollen, habe ich so im Nachhinein gedacht, weil es hält länger, als ich gedacht habe. Ich dachte immer, es hält irgendwie 15 Sekunden oder so, aber es hat über eine Minute locker gehalten. So, und hier labere ich einfach noch mit ein paar Piraten. Eigentlich das meiste unwichtig. Hier beim Geld aber schon durchaus wichtig. Spitzhacke kaufen. Normalerweise hat man auch eine von Greg gekriegt. Oder man hätte auch irgendwo finden können. Aber ich habe sie leider alle verkauft, als ich die Waffen beim Parkour verkaufte. Und ja, ich habe sie aus Versehen verkauft. Aber in jedem Fall brauchen wir hier die Spitzhacke, um die eine Schatzkiste auszugraben im Canyon, in der Höhle da. Also am Anfang des Canyons. Hier waren noch zwei Minecrawler, die hat aber auch das Skelett alle gekillt, deswegen easy peasy. Yo. Ich habe hier noch genau die ganzen Lederbeutel aufgemacht. So, die Schatzkiste ist, ja. Da finden wir irgendwie einen Haufen Zeug, wie uns gesagt wird, aber uns interessiert eigentlich nur das eine Heuerbuch. Das sollten wir mal lesen und jetzt können wir zum Francis gehen. Ich mache das etwas später. Ich versuche hier noch die ganzen Monster im Norden von dem Strand zu killen, im Norden von Piraten. Und ja, hier findet man ja am Ende, das ist jetzt eigentlich die Taktik, die ich anwenden werde, von der ich euch vor kurzem erzählt habe. Schattenläufer einfrieren und Skelett habe ich eigentlich schon längst beschworen. Der hat da noch die Lurker gekillt, die Warane. Und ja, momentan ist er gerade dabei, den Schattenläufer zu killen. So, und damit haben wir jetzt auch diesen Strand geklärt und können wir jetzt zu diesem Typen gehen, wie auch immer der heißt. Ja. Einfach nur ein paar extra Erfahrungspunkte abholen. Das kostet ja uns nicht viel. Hat man alles in 2 Minuten gemacht. So, hier bei Frenches. Ja, ich würde auf jeden Fall davon nochmal speichern für alle Fälle, aber. Genau, wir erzählen ihm, dass wir jetzt wissen, was er macht, denn er hat eigentlich seinen eigenen Captain sogar mehr oder weniger verarscht. Also, er hat eigentlich die ganze Crew verarscht, indem er sich mehr Gold genommen hat, als er durfte. Und ich nehme natürlich vom Greg einfach nur sein Logbuch, weil das ist nötig, damit Greg spawnt, soweit ich weiß. Sonst taucht er einfach nicht auf. Deswegen, den Rest, sein Gold und so weiter, habe ich aber gelassen. Dann habe ich nochmal mit Greg gesprochen. Der meinte, ich soll den Canyon säubern und. Alter, was eine Flasche. Größer als, weiß nicht, als er selber, naja, fast. Und ja, ich rede hier mit den ganzen Piraten. Die stehen eigentlich hier. Man kann insgesamt 5 Leute oder so mitnehmen oder 6. Und zwei davon sind, die heißen einfach nur Pirat. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, wie man sehen kann, die killen hier den ganzen Canyon easy peasy. So Razor, Beißer und Wölfe sind gar kein Problem. Bei den Orks müsste man ein bisschen aufpassen, dass die jetzt nicht aufs Versehen irgendwie so einen Skip killen oder Alligator Jack. Nicht, dass wir die noch später brauchen, aber ja, es wäre irgendwie ein bisschen schade, wenn die sterben. Aber ja, wie man sehen kann, alles easy. Ich habe eigentlich ganzes Canyon geklärt. Und ja, jetzt können wir die Banditenrüstung von dem Greg verlangen. Und müssen jetzt einfach nur noch zum Brand. Wie heißt der Typ? Bones, genau, Bones heißt er. Ich weiß, in Reason 2 oder so gab es auch so einen Charakter, der hieß Bones, meine ich. Es war sogar einer der
der besseren Charakteren. Wenn man bedenkt, wie schlecht Charakterdesign beim Piranha Bytes ist, zumindest momentan. Jetzt, also bei Risen 2, Risen 3 meine ich jetzt. Und Bones war eigentlich noch ganz cool. So. Genau, ich kaufe hier nochmal bei den Wassermangeln etwas ein. Ja, ich überlege mich hier eine Unwetterspruchrolle zu kaufen. Dann habe ich mich dazu entschieden, eine zu kaufen. Ich weiß nicht wozu, aber schauen wir später. Und wie man sehen kann, ich habe mich hier entschieden, die ganzen Pilze aufzufressen. So langsam wurde auch Zeit. Und habe meinen Mana-Pool erstmal ein bisschen erweitert. Hier habe ich noch Lenz gefunden. Das ist der. Ja, der Typ aus Ring des Wassers. Oder wie auch immer das. Wie auch immer die sich nennen. Man kann dann halt nochmal später Satoras erzählen, dass man ihn gefunden hat. Also der war direkt vor dem Lager. Dafür gibt es halt Erfahrungspunkte. Hier, Franco. Ich habe ihm direkt gesagt, ich will jetzt rein und der greift mich deswegen an. Man hätte natürlich auch seine Quest machen können, aber das dauert mir alles zu lange. Ich kill jetzt einfach Franco, beziehungsweise das Skelett hat das ganz gut hingekriegt. Und ja, jetzt können wir halt wieder reingehen. Erfahrung plus 500. Übrigens, es wäre mir eigentlich ziemlich egal, wenn die anderen drei Banditen auch gestorben wären. Also wenn das Skelett die gekillt hätte, weil die sind unwichtig und es sind halt sowieso alle Banditen. Also keiner von denen ist hier unschuldig. Eigentlich müsste ich hier nochmal im fünften Kapitel vorbeikommen und einfach mit einem feurigen Spruchrolle alle killen. Aber ich glaube nicht, dass ich das mache, weil am Ende habe ich nicht genug Feuerregenspruchrollen oder so. Ja, hier habe ich versucht, das, was ich mal erzählt habe, irgendwie in der zweiten Folge oder so, einfach in ein Schaf verwandeln, an der Wache vorbei springen, aber das geht nicht so einfach. Ich wusste nicht, dass das nicht geht, ehrlich gesagt. Ich meine, wie skrupellos ist die Torwache, dass sie ein unschuldiges Schaf killt? Das macht doch keinen Sinn. Bin doch nur ein Schaf. Also, wie man gesehen hat, ich habe jetzt schnell einen Hering genommen, damit ich schneller unterwegs bin. Diese eine Torwache hat mich trotzdem getroffen. Die haben halt alle so lange Schwerter, Mann. Alle so Zweihandschwerter, Mann. Die größer sind als sie selbst, also länger. Und deswegen, da muss man echt schon aufpassen, dass man von denen nicht treffen lässt. Der eine Typ hat zwar bei mir ziemlich wenig Schaden gerade gemacht, aber das war ziemlich lucky, weil meistens treffen sie kritisch. Also die Chance ist höher, dass sie kritisch treffen als nicht. Und mich hatte jetzt nicht kritisch getroffen, deswegen war ich hier ein bisschen lucky. Aber ich wäre, glaube ich, so oder so nicht gestorben, zumindest nicht von einem Schlag. Wäre natürlich lustig, wenn die Banditen auch durch diese Teleporter schreiten können. Eigentlich macht das keinen Sinn, dass sie es noch nicht einmal ausprobieren oder so. Andererseits, wenn da jetzt nur einer von den Banditen hier reinkommen würde, dann hätten die Wassermagier den einfach gekillt. Naja, okay. Ja, wir müssen hier halt, wie man gesehen hat, mit Satoras ein bisschen labern. Jetzt über das, was passiert ist. Also, es gab eine Sequenz, als ich in den Tempel reingelaufen bin. Da sieht man halt, wie Raven die Tür aufmacht. Aber wir können noch nicht rein. Es müssen noch bestimmte Voraussetzungen getroffen werden. Und ja, dafür sprechen wir jetzt erstmal mit Myxi. Bei dem habe ich gleich auch noch eine fremde Sprache gelernt, weil ich war mir nicht mehr sicher, ob man wenigstens Grundwissen von fremden Sprachen braucht, um mit diesem Quahodron zu sprechen zu können. Weil kann sein, dass man ihn sonst nicht versteht. Deswegen habe ich hier Sprache der ba Erbauer gelernt. Ja, ich meine, früher oder später hätte ich das sowieso gemacht. Also es hat mich jetzt eigentlich nichts gekostet. Also waren ja nur 5 Lernpunkte. Ja, hier verwandle ich mich in einen Snapper, weil ich will bisschen jetzt auf die Schnelle zum Ziel laufen. Ich zeige euch hier auch die Route. Snapper ist eigentlich eine ziemlich gute Spruchrolle, also womöglich eine der besten, die man benutzen kann. Es ist
Also nicht nur, dass du schnell bist, aber die Snapper, die können auch so hochspringen, ja? Auf Podeste oder sonst was, was andere Tiere nicht können. Ich werde das nochmal später zeigen, wenn ich zum Bergdrachen laufen werde, weil da muss ich auch eine Snapper-Spruchrolle benutzen. Und da werdet ihr auf jeden Fall sehen, was ich meine. Genau, hier habe ich diesen Quachodron beschworen, nachdem ich alles gelootet habe. So, stell deine Fragen. Erst ist Totenwächter die Antwort, dann Kriegerkaste, dann Priester, dann nochmal Kriegerkaste. Und ja, genau, die Gelehrten und das letzte ist, ich weiß es nicht. Aber davor nochmal Haller. Und erst dann, das kann ich gar nicht wissen, ja. Stimmt. So, Steintafel des Quachodrons. Jetzt müssen wir hier rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Spruchrolle habe, in was ich mich so verwandeln kann, außer ein Schaf. Aber ich habe mich auf jeden Fall entschieden, einfach ganz normal, ganz chillig hier rauszulaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz vergessen, hier diesen Snapper. Und ja, der hat mir schon ein bisschen Schaden gemacht, aber ich habe es überlebt. Normalerweise hätte man auch natürlich eine Nummer sicher gehen können und seine Feuerrobe anziehen, weil die hat ungefähr doppelt so viele Resistenzen wie diese Banditenrüstung. Genau, wir erzählen ihm jetzt alles über Quachodron und sonst was. Mehr Darien können wir nochmal sagen, dass wir den Teleporter benutzt haben. Nochmal plus 500 Erfahrungspunkte. Bisschen Gold, kann nicht schaden. Und jetzt müssen wir, so gesehen, zurück zum Banditenlager. Jetzt wird's ernst. Ja, was ich komisch fand, irgendwie haben die nicht mal versucht, mich hier aufzuhalten, meine ich ja. Ja, wir sprechen uns noch. Ja, ich bin einfach weitergelaufen, der hat mich nicht mal angegriffen, obwohl ich gar nicht die Rechte habe, hier reinzulaufen, aber was auch immer. Hier, Bladwin kann man sowieso ziemlich easy umgehen. Und ja, wir befinden uns eigentlich quasi schon im Tempel. Deswegen, wir können auch schon genau die Feuerrobe anziehen, um nicht so verwundbar zu sein. Ich habe hier auch, ich glaube, ja, zweifache Geschwindigkeit ist das. Weil ich will euch auf jeden Fall den Tempel ganz zeigen, aber es würde sonst ein bisschen zu lange dauern, jetzt ohne zu schneiden und. Ja, hier einfach die erste, letzte und die in die Mitte benutzen. Ich weiß nicht, was wie die Logik dahinter war. Ich wusste es mal, ich wusste eigentlich alles, aber ich habe echt alles vergessen. Ich kann mich halt nur noch an die Kombinationen erinnern und so. Aber warum das so ist, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch nicht so wichtig. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video, eine Komplettlösung oder so. So ein Story ran. Mit allen Nebenquests und so weiter zu Gothic 2 und dann würde ich das auf jeden Fall noch mal ein bisschen recherchieren und rausfinden, warum hier die Fallen so sind, wie sie sind und warum ausgerechnet die Kombination, weil es hat schon alles einen Sinn. Ist jetzt nicht random. Genau hier, ich kenne eigentlich auch hier die Route auswendig. Die ist nämlich recht einfach, aber man sieht es auch an den Steinplatten, die haben ein bisschen andere Farbe, deswegen habe ich halt auch eine Fackel angezündet, damit ich das nochmal besser sehe. Ja, hier geht es eigentlich direkt zum Raven, aber ich wollte hier noch die Seitentüren klären, weil das kostet uns eigentlich nichts, außer ein bisschen Zeit. Und hier diese Türen gingen halt aber nicht automatisch auf, sondern musste man, also die haben so einen Schalter, die musste man halt aktivieren. Ja, und hier reicht eigentlich schon ein Skelett für all die Steinwächter. Das ist echt witzig, Mann. Wie OP ist ein Skelett, Mann? Stellt euch vor, ich würde dich hier mit dem Feuerball killen. Ich glaube, die Steinwächter, die sind auch recht feuerresistent, deswegen ich müsste mich hier ein bisschen abhackern mit dem Feuerball. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Aber natürlich hätte er auch Eislanze lernen können. Also irgendwie so Eismagie. Die ist auch ziemlich gut. Ich glaube, die macht mehr Schaden als Feuerball. Kostet aber auch etwas mehr Mana. Und ja, dann hätte ich die auch damit killen können, aber wozu das Ganze, wenn man auch einfach ein Skelett beschwören kann? Der macht die ganze Arbeit. Ja, hier scheiß Riesenraten. Ja, und guck mal, wie viele wir hier Dunkelpilze, Buddlerfleisch finden. Ja, hier hat das Skelett irgendwie sich verlaufen. Ja, ein bisschen Gold. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich meine, in dem anderen Raum war auch eine Truhe. Ich glaube, ich habe die auch versucht aufzumachen, aber es ging nicht, weil dafür bräuchte ich Dietriche und halt allgemein Schlösser knacken, ja. Das habe ich ja nicht gelernt und wollte ich ja nicht, weil wir spielen hier einen Magier. Aber eine offene Truhe kann man auch aufmachen, warum nicht? So, genau, normalerweise spricht man hier mit dem Geist und eigentlich, wenn man ganz normal spielen würde, dann würde der Geist den richtigen Schalter benutzen, aber ich weiß auch so, welcher Schalter von diesen richtig ist, deswegen, ich brauche den Geist nicht wirklich, man kann es auch einfach nur benutzen. Ja, und das war eigentlich schon die letzte. Ah, ne, das ist der letzte Raum jetzt, auch nochmal mit den Steinwächtern, okay. Aber das davor war die letzte Falle, könnte man sagen. Und gleich treffen wir schon auf Raven. Dreimal dürft ihr raten, wie ich ihn besiegen werde. Nein, es ist keine Feuerregenspruchrolle. Ja, aber es ist eine OP-Taktik, von der ich schon mal erzählt habe. Mann, ich liebe Skelette in Gothic 2. Ich weiß, ich habe mal Gothic 3 angefangen und auch als Magier und dann wollte ich auch, habe gesehen, man kann hier auch so ein Skelett beschwören und ich dachte, in Gothic 3 sind Skelette genauso OP wie in Gothic 2 und ich habe all meine Lernpunkte für, ja, für die Rune erlernen vom Skelett irgendwie investiert, all mein Mana, damit ich genug habe und hatte eigentlich nichts außer diese Skelettrune und dann habe ich diesen Skeletten beschworen. Und irgendwie zwei, drei Würfel haben den gekillt und ich habe das Spiel deinstalliert, Alter. Hatte ich keinen Bock drauf. Ich meine, woher sollte ich wissen, dass Skelette in Gothic 3 so schwach sind, wie es aussieht? Okay, minus Raven. Also wenn das ein Anime wäre, dann natürlich wäre ich zum Raven gegangen. Ich würde mit ihm sprechen, ich würde ihm sagen ganz genau im Detail, wie ich ihn killen würde und dann würde mich Raven killen. Aber da das jetzt kein Anime ist oder kein japanisches Spiel wie Resident Evil oder so, nun, da habe ich mich entschieden, solange er zu mir mit dem Rücken da steht und zu Bella betet, ich nutze das aus und ja. Killen. Genau, hier ist so eine mehr oder weniger versteckte Tür und so kommen wir wieder zurück. Müssen jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen oder so. Jetzt einfach noch ein bisschen weiterlaufen und voilà. Ja, so gesehen ist Jakenda fertig. Genau, wir kriegen hier noch für Satoras 1000 Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold, meine ich. Ich meine auch 1000 Gold oder so. Oder auch nicht, mal schauen. Nochmal 2000 Erfahrungspunkte. Ja, und 1000 Gold. Ja, das war halt für die Reliquien, die wir beim Raven gelootet haben. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier nicht die Klaue Bieles zerstört habe. Weil es ist ja offensichtlich, dass nun ja, Klaue Bieles ist so das Böse, genau das Gegenteil von Innos und eigentlich hätte ich sie zerstören müssen. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht dran gedacht und ich mache das einfach später. Ja,
Ich war hier am Überlegen, Unwetter zu lernen. Ich habe es gelernt, aber ehrlich gesagt macht das nicht. Ich werde es nicht benutzen. Spoiler. Ja, jetzt auf dem Weg zurück können wir hier noch einen Fokusstein einsetzen. Es sind halt noch ein paar extra Erfahrungspunkte, ja. So, jetzt suche ich natürlich mehr Darion. Myxi, ich habe auch Myxi gesucht, aber ich habe vergessen, der Typ ist gar nicht hier. Der ist zu Watras gegangen. Für seine Ablösung oder so. Deswegen, wir können später erstmal zu Myxi gehen. Ja, und jetzt mache ich mir. Also, ich habe halt auch gelernt, hier die Tränke herzustellen. Elixier des Geistes bei. Bei wem war das eigentlich? Mehr Darion oder kein. Nee, ich glaube. Keine Ahnung, bei irgend so einem Wassermagier hier. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier 5 Tränke hergestellt. Also so viele ich Kronstöckel halt hatte. Und ich hatte wohl nur 5 Stück. Aber das sind 25 Mana. Es ist nicht schlecht. Man kann hier nochmal die Steintafel benutzen. Gibt uns auch noch ein bisschen Mana. Leider kenne ich bis jetzt nur ja, die Sprache der Bauer. Später lerne ich noch die restlichen und dann können wir auch noch die anderen Steintafel benutzen. Allerdings, wir brauchen ja auch nur Lebensenergie und Mana Steintafeln. Ja, so Steintafel für Stärke, Geschicklichkeit sind ziemlich nutzlos für uns. Ich werde die nicht mal benutzen. Bringt einfach nichts. Und ich weiß, ich trage schon mit mir irgendwie so einen Geschicklichkeitstrank, der mir permanent Geschicklichkeit gibt. Den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal später verkaufen, weil das brauche ich ja auch nicht. Ja, zurück. Ich gehe jetzt zu Xardas. Ehrlich gesagt, das allererste, was ihr machen solltet, ist. Also ich habe hier, die Reihenfolge ist nicht ganz richtig, meiner Meinung nach. Ich bin hier voll auf der Höhe zwischen Pyrrha und Xardas gelaufen, weil ich wollte, dass mir Xardas den Schlüssel gibt für diese eine Truhe bei Secop Softa, aber der gibt die erst am Ende. Und ja, im Grunde genommen hätte ich jetzt zum Auge Inus laufen sollen, also was ich jetzt auch gemacht habe, hier hat man gesehen, ich habe mich in ein Dings da verwandelt, Snapper. Und ja, bin jetzt zu diesem Platz gelaufen, wo die ganzen Suchenden sind und wo das zerstörte Auge Innos ist. Und ja, das ist eigentlich das Erste, was man machen sollte. Hier müssen wir auch natürlich ein bisschen tricky sein. Man hätte natürlich eine Feuerregenspruchrolle benutzen können und die alle killen. Das würde gut Dings da geben. Wie heißt das? Erfahrungspunkte. Aber ich habe mich entschieden, ein bisschen anders hier vorzugehen. Nicht ganz sicher, ob es besser war oder nicht. Hier das Skelett spinnt wieder mal, klärt halt auf Bäume. Und ja, selbstverständlich hatte das Skelett keine Chance gegen Suchenden. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte, ja, probieren geht über studieren. Why not? Und hier war ich halt am Überlegen, wie ich das mache. Am Ende habe ich mich entschieden für die Eiswelle. Oh, hier ist ein Feldknöterich. Hätte ich eigentlich aufsammeln können. So, und solange sie da jetzt einfach nur blöd rumstehen. Hier, der eine Typ wurde nicht mal eingefroren, aber der ist wohl vor Angst erstarrt und konnte erstmal nichts machen. Und ich habe einfach ganz easy mir das Auge Inus gekrallt. Einfach mal. Das beste Amulett im Spiel, also beziehungsweise das wertvollste, könnte man sagen, ja. Klar, es gibt uns jetzt keine Stats oder so, deswegen ist es eigentlich ziemlich Trash für uns, aber grundsätzlich ist es ja schon ziemlich wertvoll von der Story her. Genau, dann gehe ich wieder zum Pyrrha. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache. Das hätte man alles später machen können. Eigentlich müsste ich jetzt zu Bennett gehen, zum Großbauen, zu Bennett und dann warten, bis er das Auge Inus repariert und erst dann zum Xardas gehen. Also man könnte auch direkt zu Watras gehen, aber dann zu Xardas und dann zum Pyrrha und ja.
Das hätte einfach am meisten Sinn gemacht. Von der Reihenfolge her. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt Gothic 2 schon ein bisschen länger nicht gespielt und habe dann direkt mit so einer Challenge angefangen. Deswegen, vor allem so in den späteren Kapiteln, also eigentlich nur dritte Kapitel, wo ich halt so ein bisschen durcheinander komme. Aber grundsätzlich, der dritte Kapitel ist auch halt nur so lang wegen Jakinder. Ja, hier gebe ich ihm endlich Hauge Inos ab, dem Bennett. Und müssen jetzt einfach nur eine Runde schlafen gehen. Bis da, und ja, dann halt am nächsten Tag hatte das Auge schon repariert. Und ja, dann kann eigentlich der Spaß beginnen. Also dann können wir die ganzen Magier zu diesem Sonnenkreis schicken. Und eigentlich ist dieser Kapitel so gut wie fertig. Ja, hier habe ich mich daran erinnert, dass ich hier noch das Crowd-Paket hatte für Cypher. Das habe ich auch direkt abgegeben, wenn ich schon hier war. Der hat mir auch übrigens diese Sumpfstangen gegeben oder so. Und ich meine, die brauchen wir tatsächlich, um das Auge Inos auch wiederherzustellen. Also das ist ein Ingredient. Hier bin ich nochmal zu Lehmann gelaufen und habe ihm das Gold zurückgegeben, weil ich bin ja ein ehrlicher Diener des Inos. Vergessen wir das nicht, ich gebe meine Schulden zurück. So, jetzt könnte man halt nochmal zu Constantino laufen, das ganze Butlerfleisch verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ja, wahrscheinlich habe ich gar nicht so viel, deswegen bin ich auch gar nicht zu Constantino gelaufen. Oder ich habe es vergessen. Ja, auf jeden Fall zu Vatras. Wegen Hauptquest. Wir sagen, Myxi ist da. Auge Inos zerbrochen. Bla bla bla, dies und das. Bisschen Gelaber, aber am Ende wird er halt auf jeden Fall sich auf den Weg machen. Und das ist schon mal der erste Magier. Und ich wünsche Vatras viel Glück gegen 4-5 Suchenden, weil er wird der alleine sein. Xardas und Pyraka kommen ja erst später dazu. Ja, hier sieht man nochmal meine ganzen Missionen. Ah ja, genau, hier Myxia. Wohl habe ich bei dem was gelernt, ich glaube nicht. Oh, tatsächlich. Okay. Hab ich wohl. Aber die Steintafeln habe ich noch nicht benutzt. Die benutze ich dann später. Jo. Jetzt zählen wir alles Pyroka. Dies, das. Also es ist ziemlich viel herumgelaufen. Hier der eine Typ gibt eine Nebenquest, die mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das mit den gefälschten Minenanteilen. Naja. Könnte man natürlich auch machen wegen Erfahrungspunkten, aber da kein Bock. Auf jeden Fall, ja, hier nochmal zu Xardas. Und jetzt, der wollte jetzt schon zum Sonnenkreis gehen, aber ich habe den aufgehalten und gesagt, hey Junge, hast du nicht was vergessen? Und tatsächlich, er hat mir seinen scheiß Schlüssel nicht gegeben. Also erst jetzt, nachdem ich ihn nochmal angesprochen habe, hat er mir den Schlüssel gegeben. Und ja, den brauchen wir ja für die Sekobstruhe, weil da finden wir halt das eine Buch. Und nur wegen dem Buch ist dann Pyroka bereit, auch zum Sonnenkreis aufzubrechen. So, die Truhe geplündert, könnte man sagen. Also so wie ich das verstehe, ist das die Truhe von Xardas, deswegen, und Xardas hat gemeint, wir können da alles rausnehmen, was wir wollen. Ja, das Buch lässt sich nicht öffnen, wie man sehen kann. Ist aber auch egal. Hier, ich bin übrigens, als ich zum Sonnenkreis gelaufen bin, hatte ich mich ja in einen Snapper verwandelt und ich bin an diesen Leuten vorbeigelaufen, an diesen Bauern, Sekob und so. Und das Problem ist, obwohl ich mich irgendwo am Arsch der Welt zurückverwandelt habe, aus irgendeinem Grund greifen sie mich trotzdem an. Das ist halt auch so ein Bug. Und ja, ich habe mich entschieden, hier von dem zusammenzuschlagen lassen vom Sekob. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe die Geschwindigkeit nochmal angepasst. Am Ende hat er es geschafft und weil der Typ einen Stock hat, also ein Ast, schwerer Ast ist das, soweit ich weiß, kann er euch nicht umbringen, auch wenn er es wollte, weil das geht nur mit Schwertern, Äxten,
Deswegen ist es wichtig, dass nur Sekop euch verhaut und nicht irgendwie irgend so ein Bronco, weil der würde euch killen, der würde euch den Gnaden, also der würde euch einfach, er würde keine Gnade zeigen. Auf jeden Fall, hier habe ich vergessen, wo ich das Gold weggeworfen habe. Ein bisschen Panik, aber dann am Ende doch noch gefunden. Und ja, das waren halt alles eigentlich, all das habe ich gemacht eigentlich nur wegen den 400 Erfahrungspunkten, die ich von Sekop gekriegt habe. Hier, genau, ich habe mir hier das Buch gegeben. Super, wir haben soweit so gut. Also alle drei Magier haben sich jetzt auf den Weg gemacht. Vatras und Xada sind wahrscheinlich schon am Sonnenkreis. Und ja, ich teleportiere mich hier halt zur Taverne. Meine ich. Und dann laufe ich mit dem Snapper halt wieder mal zum Sonnenkreis. Hier müsste man eigentlich einfach nur mit Water das bisschen labern. Und solange sich halt das Auge Innos wiederherstellen, können wir alles aufsammeln. Unter anderem finde ich auch Dragomirs Armbrust. Könnte man auch nochmal abgeben später. Beim Dragomir natürlich. Und grundsätzlich ziemlich viele Feuerwurzeln, Feuerkraut und so weiter. Es ist natürlich nicht verkehrt, das Ganze aufzusammeln. Und ja, nochmal mit Pyraka sprechen. Wir kriegen die Robe ziemlich früh im Vergleich zu der Paladin-Rüstung oder Drachenjäger-Rüstung. Wobei, Drachenjäger-Rüstung, die hat ja mehrere Stufen, könnte man sagen. Es gibt eine leichte Drachenjäger-Rüstung, mittlere, schwere. Und mal abgesehen davon gibt es noch davor Söldner-Rüstung. Und hier bei Magier gibt es eigentlich nur zwei Roben. Das ist halt die, die ich davor hatte, die ganz normale Magier-Robe und hier die. Könnte man sagen, Erzmagier Robe, die natürlich, das ist eigentlich schon die beste Rüstung, die wir kriegen können als Magier. Hier jetzt zwei Kronstöcke habe ich gekauft bei Konstantino unter anderem. Also ich habe ihm aber auch verkauft mein ganzes Buddlerfleisch. Und ja, können wir später halt noch ein paar Mana-Tränke herstellen. Denn Mana kann man nie genug haben. Außerdem, man kann auch nie genug haben von diesen Mana-Tränken, die müsste ich eigentlich auch noch kaufen. Aber mache ich dann irgendwann mal später. Hier habe ich noch ein paar Eisblöcke, glaube ich, gekauft. Und ja. Also ich habe auch, ich habe das zwar nicht erwähnt, aber das hat man gesehen, als ich noch in Jakinda war. Da habe ich beim Nefarius, glaube ich, oder ja, habe ich gelernt, Rune des Eisblocks herzustellen. Und die werde ich auch irgendwann mal später herstellen. Hier habe ich. Genau, Unwetter benutzt, damit der Suchende einfach in diese Kampfhaltung geht und ich an dem spontan vorbeilaufen kann, weil normalerweise, wenn du die Tür aufmachst beim Pass, wirst du direkt von dem Suchenden angesprochen und du fühlst dich beklemmt, steht da und das heißt, du kannst jetzt nicht schlafen gehen und deinen Mana wiederherstellen. Und darauf hatte ich keinen Bock. Und ja, Bilgot lebt, dem geht's gut, der war die ganze Zeit hier, hat gechillt und bleibt auch erstmal hier. Ich habe ja gesagt, der kommt noch, der findet seinen Weg, also es freut mich, dass er überlebt hat. Und ja, grundsätzlich war es das auch schon. Ich speichere hier noch einmal ein letztes Mal für die Folge. Die Folge war ziemlich lang, also eine Stunde, aber ich habe ungefähr 4 Stunden gespielt, wegen Ausprobieren, Lauferei halt, das dauert ja auch noch was. Und ja, ehrlich gesagt fand ich das ein bisschen chaotisch hier, diesen 4. Kapitel, auch unter anderem, weil ich ja immer hin und her gelaufen bin zwischen Pyro, Kaxadas, was total unnötig war. Aber egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und 4. Kapitel wird ziemlich easy sein. Müssen wir eigentlich nur die Drachen killen. Allerdings muss ich da auch nochmal schauen, dass ich die ganzen Spruchrollen kriege, die ich noch brauche. Aber gut, das ist dann nächsten Kapitel, nächste Folge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.